Hallo ihr Lieben, wir sind im Prozess der theoretischen Neugierde endlich bei Kant angekommen jetzt. Und im Folgenden geht es um Kant, wie in Teilen der Hans Blumberg in diesem wunderschönen Buch darstellt. Ich sage als Verneigung vor Blumberg noch ein bisschen was zum Kontext, den diese Passage, die ich gleich lesen werde, bei Blumberg hat, weil mich eben etwas bisschen was anderes interessiert. Also am Ende des Videos wird es so ein bisschen was anderes gehen oder ich werde dem einen anderen Dreh geben. Aber weil das eben bei Blumberg einen ganz bestimmten Kontext sagt, sage ich erst dazu was. Also dem Blumberg geht es ja in diesem Buch Der Prozess der theoretischen Neugierde auch darum zu zeigen, dass die Neuzeit oder die Moderne vielleicht sogar ihr Eigenrecht hat. Und sich emanzipiert hat von Dingen, die vorher in der abendländischen Geistesgeschichte, in der abendländischen Philosophie passiert sind und sie also keine reine Wiederkehr oder ein neuer Aufguss sind von etwas, was schon da gewesen ist, sondern wirklich etwas genuin Neuartiges. Das sind so ein bisschen Debatten oder Gedanken, die einen Kontext haben, auch bei Blumberg. Ich meine, das ist 1966. Das sind vielleicht Dinge, die uns auch heute gar nicht mehr so interessieren, weil wir, das ist sozusagen längst rum ums Eck. Das sind nicht mehr Fragen, die uns beunruhigen, die aber 1966 noch sehr virulent war, also die in akademischen Kreisen, in philosophischen Kreisen durchaus diskutiert wurden, die also fragwürdig waren in diesem Kontext damals. Naja, aber jetzt sind halt weit mehr als 50, 60 Jahre schon wieder rum und da hat sich halt auch was getan in unserem Bewusstsein, in unserem Selbstverständnis, was halt auch schon wieder Blumberg auf eine gewisse Weise altertümlich erscheinen lässt. Und für Blumberg ist jetzt so, dass diese Kant-Passage, also es ist eigentlich das Ende der Kant-Passage in dem Buch, danach geht es weiter mit Feuerbach und Freud, so ein bisschen einen Abschluss bildet, also oder einen Höhepunkt in seinem eigenen Prozess, den er da eben darstellt, den Prozess der theoretischen Neugierde, weil er da glaubt, zeigen zu können, wie fundamental anders Kant denkt als zum Beispiel Augustinus. Und das ist jetzt vielleicht für Philosophieleien oder für Leute, die nicht Blumenberg gelesen haben, jetzt irgendwie gar nicht irgendwie, ja, okay, ja, mei, ja, und, ja, jeder denkt ja auch irgendwie anders. Aber für Blumenberg ist das ein Stück weit so, dass er sagt, im Grunde hat das ganze Mittelalter und noch bis rein, tief rein in die frühe Neuzeit, das ganze abendländische Denken auf dem Grundriss dessen stattgefunden, was Augustinus mal aus den antiken Traditionen gemacht hat. Also sozusagen, Augustinus ist in Blumenbergs Denken sozusagen eine Art Schaltstelle, wo ganz grundlegende Dinge festgelegt werden, die dann nach und nach im Prozess des Mittelalters, also des Wissenschaftsprozesses oder des, kann man sagen, Zivilisationsprozesses vielleicht oder Denkprozesses, nach und nach immer fragwürdiger werden oder dann auf eine gewisse Weise sogar kippen. Und das endgültige Gekipptsein macht er dann tatsächlich bei Kant fest, weil er glaubt, zeigen zu können, dass Dinge, die an der Oberfläche zwar sehr ähnlich aussehen, also praktisch, wenn man Teile, Stellen bei Kant liest, könnte man meinen, dass Kants Haltung zur eben theoretischen Neugierde, also zum wissenschaftlichen Forschen, am Ende doch nicht ganz so unähnlich ist, wie das bei Augustinus, also wie das, was Augustinus gedacht hat, im, was ist das? 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Blumberg glaubt aber eben zeigen zu können, dass das fundamental was anderes ist. Und das führt er jetzt in der Stelle vor, die ich jetzt vorlesen werde. Und mich interessiert aber an dieser Stelle was ganz anderes. Und das, was ich jetzt hier einleitend sage, ist praktisch eine reine Verneigung vor Blumberg, weil ich das so mir beigebracht wurde, dass das ein bisschen, wie soll man sagen, fragwürdig ist, wenn man Dinge aus dem Kontext reißt, bei einem Philosophen, der ja Dinge aus gutem Grund so macht und dann ist es vielleicht wichtig, doch mal darauf hinzuweisen, warum jemand was macht, was für einen Kontext das bei ihm hat, welchen Sinn das für ihn macht, bevor man sich da also bedient und sozusagen, wie kann man sagen, philosophisches Raubräubertum betreibt, was ich jetzt hiermit aber dann tun werde, weil dazu bin ich zu angekränkelt von Nietzsche, der da den Freibrief gegeben hat, dass man das doch jederzeit gerne machen kann und aus Dingen ganz andere Dinge machen kann und sich aneignen und einverleiben kann, wenn einem das gut tut. Also wir sind sozusagen philosophische Karnivoren, philosophische Raubtiere. Wir Philosophen, die Philosophen, die anderen Philosophen wirklich Recht tun und nicht Unrecht tun, kann man an einer Hand ablesen. Also wir Philosophen haben schon immer untereinander uns Unrecht getan und wir haben uns nicht sehr dafür interessiert, was der andere eigentlich wirklich sagen wollte und wirklich gemeint hat, sondern wir haben halt unser Ding draus gemacht.
das ist nicht sonderlich nett und in einem Dialog unter Menschen würden wir das nicht tun, weil da würde sich der andere dagegen wehren und verwirren, aber naja, das sind alles tote Menschen, die können sich nicht mehr wehren und die haben halt fahrlässigerweise, wie ich das jetzt hier auch tue, Dinge hinterlassen, die sich von ihrer Person gelöst haben. Und wenn man das tut, dann muss einem bewusst sein, dass sich jeder das jederzeit schnappen kann und jederzeit alles Mögliche draus machen kann und man kann nichts dagegen tun. Ne? Bei Platon thematisiert das auch. Ne? Das ist diese Schriftkritik bei Platon. Und man kann sagen, man kann seine praktisch geistigen Kinder, die man da gebiert, das ist auch eine platonische Metapher, kann man nicht verteidigen. Ne? Also die sind frei wild. Ja? Jeder fängt mit denen an. Und das muss einem immer klar sein, wenn man sich medial äußert. Also wenn man Filme macht, wenn man schreibt, wenn man andere Dinge aus sich selbst hervorbringt, egal welcher Art, dann sind die, ja, jeder macht dann sein Ding draus und damit muss man rechnen. Ja, also mit dieser Höflichkeit, die ich mir hier künstlich gebe, kann man nicht rechnen, weil das ist anstrengend. Auch für mich ist das anstrengend. Mir wurde das halt anerzogen, ja, dass ich, wenn ich mir einen Philosophen lese, immer mich erstmal dafür interessiere, ja, was wollte der denn, was wollte die denn? Was für einen Sinn macht das intern? Und für mich ist das halt hochproduktiv gewesen, weil es mir geholfen hat, sozusagen, bevor ich ins Missverständnis oder in den Kopierfehler bewusst hineingehe, dass ich also praktisch den anderen bewusst missverstehe und was ganz anderes mit dem anfange, was er da liefert, erstmal vielleicht für sich klar hat, was für einen internen Sinn hat das denn? Also wie wird es auch, wenn wir empathisch sind, mit einer anderen real lebenden Person im Alltag machen würden, wo wir sagen, ja, du verhältst dich irgendwie komisch, du sagst irgendwie komische Sachen, aber ich möchte jetzt auch erstmal verstehen, was für einen internen Sinn ergibt denn das, was du da gerade tust, was mir vielleicht als völlig verrückt erscheint. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es irgendeinen Sinn macht, also dass sich Menschen sinnvoll verhalten. Und diese Art, sich anderen Menschen zu nähern, kann man eben auch Philosophen übertragen und kann ihnen auch einfach mal unterstellen, dass es intern, was sie tun, hochgradig sinnvoll ist und dass man sie von innen heraus verstehen kann. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich war das sehr fruchtbar. Es war sehr anstrengend, es war aber auch sehr fruchtbar, weil ich es mir dadurch nicht so leicht machen konnte mit den meisten Philosophen. Und die sagen ja auch hochst widersprüchliche Dinge, die sagen, widersprechen sich wechselseitig die ganze Zeit, sie widersprechen sich auch selbst die ganze Zeit. Also so ein elaborierter Philosoph, der ein bisschen was geschrieben hat, teilweise im gleichen Werk. Und wenn man aber sagt, okay, vielleicht ist das ja kein Fehler, vielleicht macht das irgendwie Sinn, dass er auf Seite 17 das sagt, aber auf Seite 237 das und das sagt, das ist ja völlig was anderes und das ist ja genau das Gegenteil. Aber vielleicht hat er das ja selber gesehen, dass das ein Widerspruch ist und nicht ich habe das gerade entdeckt und er hat, dem war das gar nicht bewusst. Also wenn man das einfach mal unterstellt, dass der andere vielleicht Ahnung hat, warum er das macht und dann wird es halt interessant. Und also formelhaft, um das auf den Punkt zu bringen, manche machen es einem doch ganz leicht, zum Beispiel der Thomas Hobbes, indem er eben Homo homini Deus, Homo homini Lupus unmittelbar nebeneinander stellt in der Vorrede, in der Widmung zu De Cive, also vom Bürger. Das ist also praktisch, da ist es dann markiert als offensichtlich und was hat es geholfen? Nichts hat geholfen. Die Leute lesen immer noch Homo homini Lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und Homo homini Deus, der Mensch ist dem Menschen ein Gott, überlesen sie einfach. Und schon gar nicht fangen wir an zu denken, warum stellt er denn diese beiden Formeln nebeneinander? Was will er uns denn damit sagen? Dann wird dann immer gesagt, ja, das eine ist für die Außenpolitik, das andere ist für die Innenpolitik. Das ist ein bisschen zu einfach. Ich glaube, dann hat man Hobbes nicht wirklich versucht zu verstehen, was sozusagen sein Denken in der Tiefe eigentlich sagt. Ne? Und das ist also sehr, sehr klar markiert und bei vielen anderen Philosophen ist das halt, liegen halt die widersprüchlichen Äußerungen ein Stück weit auseinander, rein textlich oder in verschiedenen Büchern. Und wenn man aber dann mal unterstellt, dass vielleicht es eine Perspektive gibt, in dem beide Aussagen ihr Recht haben, also in dem ein großes Und eben möglich ist, also sozusagen nicht entweder oder, sondern man kann das sagen, man kann gleichzeitig auch das sagen, weil wie ist denn das möglich? Das wirkt ja erstmal widersprüchlich. Das bringt halt das eigene Denken ganz massiv in Gang, weil man diese Hypothek übernimmt und sagt, ich bürde mir jetzt auf, so lange rumzudenken, bis ich eine Perspektive für mich selber entwickelt hat, wo dieses scheinbare widersprüchliche Verhalten, dieses scheinbare widersprüchliche Reden irgendeinen Sinn zu machen anfängt. Und das ist ein wirklicher Booster, sein eigenes Denken zu erweitern. Und das, durch diese Schule wurde ich halt durchgetrieben von meinen philosophischen Lehrern, die haben das verlangt. Und ja, also das war anstrengend, hat mich an gewisse Grenzen gebracht, ich würde auch sagen an gewisse kognitive Grenzen, auch an gewisse seelische Grenzen. Ist schon nicht keine ganz unriskante Operation, weil man tatsächlich, wenn man auch, wie ich das bin, seelisch nicht so 100% stabil ist,
Das kann einen durchaus in die Klapsmühle bringen. Also lieben Glückwunsch an meine Lehrer. Habt ihr Glück gehabt, dass das nicht passiert ist? Aber wenn man das irgendwie dann nach vielleicht Jahrzehnten später verdaut hat, was man sich da angetan hat, hilft es einem halt schon beträchtlich, aus dem eigenen Denken auch immer wieder auszusteigen und das zu erweitern. Ja, also wenn Selbsterweiterung eine sinnvolle Aktivität und Ziel ist, Erweiterung des eigenen Denkrepertoires, Erweiterung des eigenen Verhaltensrepertoires, wenn man also mehr integrieren kann, mehr verarbeiten kann, mehr verdauen kann, als man vielleicht vorher konnte. Und da ist halt diese Unterstellung, dass Dinge Sinn machen, die widersprüchlich erscheinen bei Philosophen, und statt einfach zu sagen, der war doof, der hat was nicht gesehen, ist halt einfach die produktivere Perspektive, unabhängig davon, ob das dann real so war oder nicht. Ne? Also es ist eine positive Unterstellung zugunsten des Philosophen. Und so wurde mir in meinem Philosophiestudium Philosophie eingetrichtert. Ja? Und das ist eine Zumutung, muss man sagen. Also da passiert dann was, ganz zwangsläufig. Also entweder passiert was oder man landet in der Klapsmühle, eins von beiden. So, jetzt komme ich zu Blumberg und zu dem, was ich draus machen möchte. Ich lese erstmal die Passage und interpretiere immer wieder zwischendrin. Sind so anderthalb Seiten, die ich gleich lesen werde aus dem Prozess der theoretischen Neugierde. Wer das nachlesen will, das sind die Seiten 252, 253. Im selben Jahr, 1786, hat Kant in den Schlusssätzen der metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft, so heißt das Buch oder das Werk, den Prozess der theoretischen Neugierde zu einem Abschluss gebracht, der als systematische Explikation nicht mehr überboten oder revidiert werden sollte, so Kants Absicht. Augustin, der die Diskriminierung der Neugierde, die Motive und die Rhetorik geliefert hatte, die dann die ganze Mittelalter über wirksam waren, also dass praktisch Neugierde was ist, was wir uns verbieten sollten. Nochmal der Satz: Augustin, der Diskriminierung der Neugierde die Motive und die Rhetorik geliefert hatte, war bei der Forderung stehen geblieben, der nach außen gewendeten Wissbegierde zu entsagen und stattdessen die geistige Aufmerksamkeit nach innen zu wenden. Er hatte also Selbsterkenntnis und Wissbegierde in eine Disjunktion gebracht, die vom Mittelalter weithin angenommen worden war. In der so vorbereiteten Alternative war der Neuzeit insofern eine Vorentscheidung geliefert worden, als sie in ihrem Widerspruch gegen die mittelalterliche Diskriminierung der Wissbegierde nur die andere formulierte Möglichkeit ergreifen konnte. Das heißt, also das ist eine verkürzte Form von Blumenberg, Folgendes zu sagen: Also sie musste praktisch also rebellieren, die neuzeitliche Wissenschaft, und hat dann praktisch die Erkenntnisse im Außen gesucht, weil das genau das war, was Augustin verboten hatte. Und insofern bewegt sie sich da immer noch auf dem Grundriss, wenn auch in der Negation, auf der Grundriss, die Augustinus vorgegeben hat. Ne? Also auch wenn ich Dinge negiere, mache ich mich trotzdem abhängig von dem, was ich negiere. Jetzt kommt aber die Innovation bei Kant im weiteren Folgenden. Ich lese weiter. Kant zeigt nun, dass hier gar keine Alternative vorliegt, sondern dass der Antrieb der Wissbegierde selbst konsequent verfolgt, schließlich im Zugriff auf die Totalität der Bedingungen von Gegenständlichkeit die Selbsterkenntnis zum notwendigen Thema macht. Nochmal jetzt meine Interpretation dessen, was da steht. Also Kant macht einen ganz anderen Move, wenn man das so sagen will. Er sagt: Wenn man einfach die Neugierde laufen lässt und sie auf äußere Gegenstände, also letztlich Naturwissenschaft, richtet und nicht aufs Menschliche, also nicht Selbsterkenntnis, sondern Welterkenntnis, Erkenntnis der außermenschlichen Welt, weil wir sind ja auch Welt, dann passiert Folgendes, dass gerade in diesem Anspruch, alles zu verstehen, wir an eine Grenze kommen, wo wir notwendig auf uns zurückgeworfen werden. Also das ist praktisch ein sehr optimistischer Prozess. Du lässt es einfach laufen und irgendwann kommst du an einen Punkt, gerade dadurch, dass du es laufen lässt, wo du wieder zu dir zurückkehrst, und zwar von ganz alleine. Das heißt, du musst nichts verbieten, es passiert einfach. Gerade wenn du nichts verbietest, passiert es von ganz allein. Das ist ganz anders, als Augustinus das gedacht hat, und es ist auch anders als die Negation. Also du musst weder rebellieren, noch musst du irgendwie verbieten, sondern du lässt laufen und dann passiert Folgendes. Die metaphysische Körperlehre, die Kant in den Anfangsgründen entwickelt, endet zwangsläufig mit dem Thema des leeren Raumes und damit bei einem ebenso unbegreiflichen wie unvermeidbaren Gegenstand für diese Welterkenntnis. Die Erörterung zeigt, also Kants Erörterung zeigt, dass die Bestreitung des absoluten leeren Raumes ebenso hypothetisch ist wie seine Behauptung.
Ja, also weder kann man beweisen, dass es den leeren Raum gibt, noch kann man es widerlegen. Also es geht jetzt um praktisch Bereiche, wo die naturwissenschaftliche, theoretische Vernunft erkennt, dass sie Dinge nicht erkennen kann. In der Mathematik hören wir das auch manchmal. Ne? Man hat jetzt bewiesen, dass man das nicht beweisen kann. Die Anstrengung der Vernunft, das Bedingte aus seinen Bedingungen zu begreifen und so schließlich zum Unbedingten zu gelangen, endet in der absoluten Verlegenheit, etwas erfassen zu sollen, was nicht unter den Bedingungen der Erfassbarkeit steht. Und dennoch nicht vorher beliebig einhalten zu können bei dem, was als Bedingtes eben begreifbar ist. Das heißt, nur, ich kann weder stoppen, ich habe eine Forderung, weder kann ich es lassen, noch kann ich es erfüllen. Also ich bin jetzt wirklich lost erstmal als theoretische Vernunft. Und jetzt kommt gleich ein Kanzitat, also Blume schreibt weiter, es bleibt der Vernunft, und jetzt kommt ein Kanzitat, das er einfügt, es bleibt der Vernunft, wenn Wissbegierde sie auffordert, das absolute Ganze aller Bedingungen zu fassen, nichts übrig, als von den Gegenständen auf sich selbst zurückzukehren, um, anstatt der letzten Grenze der Dinge, die letzte Grenze ihres eigenen, sich selbst überlassenen Vermögens zu erforschen und zu bestimmen. Also sozusagen, jetzt wendet sich die Vernunft auf sich selbst und erkennt sich selbst. Ne? Noscite ipsum. Passiert von alleine aber. Aus dem Anspruch, die Welt zu erkennen. Und einem Totalitätsanspruch der Welterkenntnis wohlgemerkt. Das ist, und jetzt schreibt der Blumenberg, das ist nicht mehr Augustins Rezept, denn es legitimiert den entschiedenen Vollzug des theoretischen Anspruches selbst bis zur letzten Konsequenz und rechtfertigt die Abwendung von den Gegenständen nur durch die Evidenz der dialektischen Unentscheidbarkeit. Das heißt, Kant, kurz gesagt, macht was ganz anderes als Augustinus. Er sagt nicht, beschäftige dich mit deinem Innenleben und die Außenwelt ist nicht erkennbar und Gott hat das nicht so gewollt und tralala. Sondern er sagt im Gegenteil, er rechtfertigt diesen Prozess der theoretischen Neugierde und wenn er ihn so sogar fordert, ja, also hier ist die Rede von Legitimation, er legitimiert den entschiedenen Vollzug, also Konsequenz wollen wir erkennen, bis zur letzten Konsequenz, also praktisch bis, man geht bis an die Grenze und nur an dem Punkt, wo wir praktisch erkennen, dass wir nicht erkennen können, wenden wir uns dann von den Gegenständen ab und wenden uns praktisch unserem eigenen Prozess, Erkenntnisprozess zu und machen diesen Erkenntnisprozess zum Gegenstand der Erkenntnis. Indem wir erkennen, was wir nicht erkennen können und auch erkennen, warum wir es nicht erkennen können. Also die Grenzen unserer Vernunft. So, soweit das Kapitel. Damit schließt das Kapitel. Danach kommt die anthropologische Integration Feuerbach und Freud bei Blumenberg. Das nächste Kapitel, Kapitel Nummer 11. Mir geht es um was anderes an der Stelle. Hier, mein Lesemerkerl. So. Ich mache einen kleinen gedanklichen Bruch und komme mal zu mir selber zurück und zu dem, was ich jetzt in den letzten Jahren verbrochen habe, als ich eben relativ viel wieder angefangen habe, so quasi philosophische Texte zu schreiben. Es gibt bei mir sowas, wo ich ja auch sage, im Sinne von, wir sind eigentlich selber der spannendste Gegenstand überhaupt, den wir erkennen können. Also es lohnt sich, mit den Menschen sich zu beschäftigen, es lohnt sich, Anthropologie zu betreiben in all ihren Variationen, also für mich ist Psychologie, psychologische Forschung ein Aspekt von Anthropologie. Für mich ist auch Soziologie eine Form von Selbsterforschung. Für mich ist auch sowas eben sehr wertvoll geworden über die Jahre jetzt wie Ethnologie, also Vergleichende, wie leben Menschen auf dem Planeten zusammen, wie haben sie früher zusammengelebt, in sehr unterschiedlichen Gesellschaftsformen, welche Folgen hat das für Menschen, wenn sie so oder so oder so leben. Auch historische Wissenschaft, also was im Grunde auch der Blumenberg macht, der macht ja letztlich Wissenschaftsgeschichte oder Theoriegeschichte oder Philosophiegeschichte. Also auch dieses Vergleichen durch verschiedene Zeiten durch, was für Prozesse laufen da, haben die eine Eigenlogik, bauen die aufeinander auf, was sind die Unterschiede, was wird in der einen Zeit ganz anders gedacht als in der anderen Zeit, ist sehr wertvoll für mich geworden, weil es für mich auch ein Stück weit Anthropologie ist, also Selbsterkenntnis. Also wir lernen da was, weil es immer noch auf der Grundlage eines relativ ähnlichen Genoms passiert. Also genetisch, außer eben epigenetisch, gibt's da nicht so die Riesenunterschiede und trotzdem passieren völlig unterschiedliche Dinge. Und das ist jetzt erstmal sehr interessant und sagt uns halt auch viel über uns und unsere Möglichkeiten, unser Sein, unsere Gewordenheit, aber vielleicht auch eben über unsere Möglichkeiten. Und nun ja, also
wenn ich jetzt das nehme, was ich in dieser Passage finde, für mich und das einfüge in das, was mich interessiert, also die Frage eigentlich, wie können wir aus dem, was wir da ererbt haben, in jeglicher Hinsicht, biologisch wie kulturell, ja, kulturelle Evolution gibt es ja auch, institutionelle Evolution gibt es ja auch, politische Evolution gibt es ja auch, wenn wir das nehmen und dann uns fragen, was wollen wir denn jetzt draus machen? Und wie gewinnen wir denn überhaupt ein Kriterium dafür, ob was wir jetzt handelnd besser tun können oder schlechter tun können, wo ich ja sage, dass die Letztinstanzen letztlich menschliche Bedürfnisse und Gefühle, also unsere Gefühle und Bedürfnisse geben uns überhaupt einen Maßstab, um institutionelle Veränderungen, also zum Beispiel auch Gesetzesveränderungen oder andere Änderungen, technische Änderungen, daraufhin zu überprüfen, tun die uns gut oder tun die uns nicht gut. Ohne diesen Maßstab sind wir lost. Und das wirft natürlich ein sehr kritisches Licht auf die philosophische Tradition des Abendlandes, die lange mit Gefühlsbashing agiert hat, weil sie fokussiert war auf sicheres Erkennen. Und im Kontext dieses sicheren Erkennens hat man mal gesagt, ganz am Anfang bei Platon und Aristoteles, die Gefühlsnatur des Menschen, also die Gefühle, dass wir Emotionen haben, das sei zu unsicher. Das wäre trügerisch und deswegen sollen wir uns ganz weit von unseren Gefühlen distanzieren und unseren Gefühlen nicht vertrauen. Und es wurde also direkt eine Technik der Gefühlsausschaltung entwickelt, ja, die zum Beispiel auch für Kriegsführung sehr brauchbar ist. Also Gefühlsausschaltung, Kulturen, die mindestens 50% der Menschheit, kurz gesagt uns Männer, aufbürdet, uns ganz, ganz weit von unseren Gefühlen zu distanzieren, damit wir bessere Krieger werden, ja, weil wir weniger selbstempathisch sind und weniger empathisch sind mit anderen menschlichen Wesen oder überhaupt mit anderen Wesen, lebendigen Wesen, sind gut geeignet für Krieger. Also dafür kann man das gut brauchen. Die Philosophen machen das aber ursprünglich, weil sie glauben, dass die Gefühle die Erkenntnis trüben. Wie wir aber heute in reiner Selbsterkenntnis, reiner Psychologie, Neurowissenschaft erkannt haben, ist es so, dass wir ohne Gefühle völlig lost sind. Also wir sind völlig orientierungslos als Wesen in der Welt, wenn wir das wirklich mit diesem Ziel der totalen Stoizismus, also totale Gefühlsdistanzierung, erfolgreich hätten sein können. Wir haben es aber relativ weit getrieben. Also wir haben uns erstaunlich gedimmt und unemotional gemacht, was natürlich unsere Fähigkeit zu dissoziieren, also uns von unserem Körper, von unseren Körperempfindungen zu trennen, sehr stark gesteigert hat. Das ist auch durchaus eine Fähigkeit. Das ist sicher eine Grundanlage des Menschen, dass er das kann. Wir haben es halt kulturell sehr stark gesteigert und kultiviert, was aber immer wieder dazu führt, dass wir Dinge erfinden, wo wir uns dann nicht mehr die Frage stellen können, also sowohl technische Dinge als auch institutionelle Dinge, wo wir uns nicht mehr fragen, gibt es denn nicht was Besseres, was uns besser tut? Also welche der beiden Erfindungen tut uns besser? Welches Produkt tut uns besser? Welches Gesetz tut uns besser? Also diese Rückkopplungsschleife auf unsere Gefühlsempfindung, wo wir ohne Gefühle und Rekurs auf menschliche Gefühle und Bedürfnisse überhaupt keinen Maßstab haben, was denn überhaupt besser, schlechter ist, das haben wir ein Stück weit ausgeschaltet und da sind wir Philosophen einfach entscheidend mitverantwortlich für, weil wir das halt aus anderen Gründen heraus betrieben haben, weil wir mal gedacht haben, man braucht so diese reine Vernunft und diese reine Vernunft sei irgendwie der menschlichen Emotionalität entgegengesetzt, wo wir aber jetzt im 20. Jahrhundert allerspätestens gelernt haben, dass das einfach nicht stimmt. Dass das also eine sehr naive Ansicht ist von dem Prozess unserer kognitiven Prozesse, wie wir halt funktionieren als Menschen, dass Gefühle immer eine Rolle spielen, dass du, wenn du das könntest, letztlich handlungsunfähig wärst. Also jetzt überhaupt keinen, könntest gar nichts mehr tun. Also Leute, die da wirklich entscheidende Schädigungen erleiden im Hirn, sind letztlich angewiesen auf andere, die werden völlig hilflos und können nicht mehr ihr Alltagsleben bewältigen. Und schon gar nicht können sie Wissenschaft betreiben. Da wissen wir also einfach heute mehr als uns. Und wenn ich also jetzt höre, dass Kant aus einem ganz anderen Impuls heraus, also das reine Denken, das dann alles verstehen will und aus seinem alles verstehen wollen heraus auf Dinge kommt, wo es dann versteht, dass es die niemals verstehen können wird, dass sie niemals beweisen können wird, dass es so oder so ist, also nicht wissenschaftlich, vielleicht mit Glaubenssätzen oder so, aber eben nicht wissenschaftlich, nicht vor wissenschaftlichen Kriterien hat das nicht Bestand. Und das weiß man dann, dass man das nie wird erforschen können, dass man das nie wird beweisen können mit Kant. Also wenn ich das höre, dass uns das auf uns selber zurückwirft, dann freut mich das ein Stück weit, obwohl ich von wo ganz anderen Gedanken herkomme, die also eher was damit zu tun hat mit Ethik oder mit Politik, also mit dem guten Leben für den Menschen,
wo halt die Frage ist, wie können wir über uns selber denken, wie können wir über den Menschen denken, wie können wir über unser Miteinander denken, Interaktionen denken, wie können wir Institutionen denken, wie können wir Politik denken, so dass schon unser Denken darüber uns besser tut und schlechter tut. Also gibt es bessere Art, das zu denken oder nicht? Das ist also kurz gesagt ein klassischer Job für einen Philosophen, weil Philosophen sich mit reinen Denkformen beschäftigen und es ist halt die Frage, gibt es da mentale Konzepte, die hilfreicher sind als andere? Und das ist natürlich eine reine Nützlichkeitsperspektive, also die sieht, ist eine pragmatistische Perspektive im Sinne des philosophischen Pragmatismus wohlgemerkt, die letztlich das Denken darauf prüft, welches Unterschied macht es denn für uns als Menschen, ja, und nicht im reinen Denken. Also es ist nicht der losgelöste Wissenschaftsprozess, der sagt, egal wie es uns Menschen geht, wir machen Erkenntnisfortschritte, sondern es ist diese Art von Denken, also die wir manchmal in der angewandten Wissenschaft verfolgen. Ne? Also was bringt es denn? Ne? Also nicht Grundlagenforschung. Und für mich ist diese Rückkopplung als jemand, der sehr dazu dieser Grundlagenforschung neigt, also ich wäre ein guter Grundlagenforscher, weil ich mich sehr gut trennen kann von meinen Gefühlen und Bedürfnissen, also ich kann extrem gut dissoziieren. Gerade aus, das ist vielleicht eine kantische Parallele, wenn man das so sehen will, gerade weil ich das bis zu einem gewissen Exzess betrieben habe bei mir, aus bestimmten Gründen, die eher auch psychologischer Natur sind bei mir, kann ich sagen, dass für mich sehr wichtig geworden ist, diese Rückkopplung. Also was ich persönlich erfahren durfte als Mensch ist, wenn du das übertreibst mit der Loslösung von, also wenn du diese Frage nach dem, was bringt es denn am Ende, also was bringt es mir in meinem Verhältnis zu mir selber, zu anderen Menschen, in meinem Alltagshandeln, wenn man die also völlig loslässt, ist das was, was Folgen für einen hat, die ich zumindest als nicht sonderlich wünschenswert oder bejahenswert empfinde. Und das ist jetzt kein Verbot oder so von meiner Seite, es ist einfach nicht meine Art oder ich kann da keinen Sinn darin erkennen, Dinge zu verbieten, nicht auf der Ebene, sondern es ist mehr so ein Teilen von Erfahrungen. Also ich durfte diese Erfahrung machen und dass man sich eigentlich wirklich einen Gefallen tut, immer wieder diese pragmatistische Perspektive einzunehmen und sich zu fragen, wenn ich so denke, wie geht es mir denn am Ende, wie geht es anderen Menschen am Ende, wie geht es dem Planeten am Ende, wie geht es dem belebten Leben am Ende, welche Folgen hat das, wenn ich das so oder so oder so denke. Also eine beständige Prüfung auch von Denkformen und in diesem Sinne sehe ich dann halt Denkformen eigentlich als Institutionen. Und Institutionen, denke ich folgendermaßen, Institutionen konkurrieren vor uns Menschen, vor unseren Gefühlen und Bedürfnissen darum, uns wohl zu tun. Und dann gibt es halt Denkformen, die helfen uns mehr, uns selber wohlzutun in bestimmten Situationen als andere. Ja, das bleibt auch immer hypothetisch und situativ. Das heißt, in einem Moment ist eine Denkform sehr hilfreich und im nächsten Moment ist sie schon schädlich. Also trägt dazu bei, dass wir uns selber schädigen. Und das macht dann einen pragmatistischen Umgang mit Theorien sowohl möglich als auch zu einer sehr sinnvollen Sache. Also ich kann mich dann permanent lösen von Denkformen. Also ich greife eigentlich mehr hinter mich ins Regal, nehme mir diese Denkform, implementiere mir die, lade die hoch, die ist schon geladen und ich kann die halt aktivieren oder ich kann die zurückstellen zugunsten anderer Denkformen. Also ich kann permanent mit Denkformen spielen, bin aber an keine Denkform hingegeben in dem Sinne, dass ich sagen kann, das ist die Wahrheit und man muss so denken. Also diese Zwänge des Denkens verlieren sich völlig. Und stattdessen werden halt Denkformen letztlich zu wirklich, wie man dann oft sagt, reinen Instrumenten, reinen Werkzeugen. Natürlich kann man sehr begeistert sein von dem Werkzeug, weil es einfach sehr viel hergibt. Man hat dann eben diesen sprichwörtlich schon gewordenen Hammer und Hämmern macht einfach wahnsinnig viel Spaß und dann obsessiv verwendet man diese eine Theorie. Aber naja, es kommt der Tag, es kommt die Stunde, es kommt die Situation, wo einen das entweder langweilt, immer nur den Hammer zu benutzen. Man denkt, oh, jetzt nehme ich doch mal den Schraubenschlüssel. Und dann gucke ich mal, was ich mit dem so anstellen kann. Also pure wirklich Neugierde oder Experimentier, Ausprobierfreude. Oder ich komme halt wirklich an ein Problem, wo es mir dann anfängt, schlecht zu gehen. Ich versuche, das Problem mit dem Hammer zu lösen, aber ich merke, mir geht es halt weiterhin nicht gut. Und dann merke ich, jetzt habe ich so gehämmert, aber immer noch das Gefühl des Schlechtgehens steigert sich, weil das irgendwelche Bedürfnisse sind, die halt weiter unbefriedigt geblieben sind. Ja, vielleicht lege ich dann doch mal den Hammer aus der Hand und schaue mir dann andere Werkzeuge an. Was könnte ich denn jetzt ausprobieren? Und das hat eine Parallele zu meinem Beruf. Ich lebe ja vom Coaching, also ich bin beruflich, bin ich ein Coach. Und alle guten Coaches, von denen ich lernen durfte, also alle Lehrcoaches, denen ich in meinem Leben begegnet sind, agieren im Coaching so. Das heißt, es gibt auch im Coaching Tools, es gibt Interventionen, Dinge, die man mal ausprobiert in einer Situation mit einem Kunden, weil intuitiv er bestimmte Signale sendet, dass das vielleicht jetzt gerade dran sein könnte, dann probiert man es aus und an den Reaktionen des anderen merkt man, nee, das war nicht dran.
Ja, das ist das falsche Tool. Und alle guten Coaches haben dann niemals auf ihrem Tool insistiert, sondern haben es leichtherzig aus der Hand gelegt und haben einfach was anderes gemacht. Und wenn es das nicht war, haben sie auch das. Und dann kann man sich beim Kunden entschuldigen und sagen, dass man so wahnsinnig unfähig ist und es tut einem wahnsinnig schrecklich leid, dass man ihn also jetzt da gerade quält mit Dingen. Und das kann man ja alles machen und das ist vielleicht dann auch angemessen oder dran oder auch nicht. Das ist auch sehr situativ, was der Kunde da braucht, ob ihm diese Entschuldigung gut tut oder ob sie ihm überhaupt nicht hilfreich ist. Auch das ist letztlich ein Trial and Error. Und in diesem wirklich also so ein bisschen experimentellen Trial and Error Modus habe ich alle guten Coaches gesehen, von denen ich lernen durfte. Und die waren sehr, sehr unterschiedlich, aber das war ein gemeinsamer Nenner, den man finden konnte zwischen ihnen, dass sie nicht obsessiv auf ihrer Methode insistiert haben, wenn die Methode zu erkennbar wahrnehmbaren negativen Folgen geführt hat beim Kunden. Und das ist das Gute in der Interaktion, also in der Unmittelbarkeit, dass wir das dort wahrnehmen können. Also das können wir medial nicht. Ne? Medial fehlt uns dieses Instant Feedback, was wir in unmittelbarer Interaktion haben, sehr stark körpersprachlich, oft weniger mit Worten ausgedrückt, als jetzt mit, der andere wird eben sehr still, er wird sehr laut, er sagt komische Sachen, da werden so Nebelkerzen gezündet, verschiedenste Dinge passieren, Körperhaltung verändert sich, Tonlage verändert sich, Emotionalität verändert sich, das sind alles Dinge, da sind wir dafür gemacht, wir können das wahrnehmen beieinander und das ist, gibt einem also Instant Feedback als Coach, wenn man sich da praktisch im Moment mal gerade eben vercoacht hat. Ja? Und ja, was zwingt einen diese Intervention, diese Denkform diese Hypothese weiter zu verfolgen, wenn sie doch erkennbar nicht funktioniert? Ja, mache ich doch was anderes. Ja. Es gibt so eine Fülle an Dingen, die man machen kann. Es gibt, und das kann man jetzt wieder parallelisieren mit der Philosophie, es gibt so viele Philosophien und alle haben möglicherweise tatsächlich ihre situative Berechtigung. Nur die Frage, ist das die Situation? Und woran merken wir es, ob es die Situation ist, indem wir in einer Situation mal diese Denkform anwenden, voll reingehen und dann merken wir ja schon, was passiert. Wir merken, was mit uns passiert, was es mit uns macht, wie fühlt es sich an. Wir merken, wie andere Menschen darauf reagieren und aus diesen Reaktionen können wir dann ableiten, wollen wir dabei bleiben oder lege ich jetzt denn diese Theorie jetzt vielleicht besser aus der Hand und nehme mir irgendeine andere, die mir jetzt aus der Situation eher intuitiv naheliegend scheint. Und das ist dann, kann man sagen, eher, wie so viele dann eben immer sagen, eher eine Kunst als eine Wissenschaft, weil es eher was mit Intuition und nicht nur sehr schwer methodisiert werden kann, weil es immer situativ bleibt, immer vorläufig bleibt, wo natürlich Erfahrung manchmal hilfreich ist, aber eben auch manchmal gar nicht. Auch das ist eine interessante Erfahrung beim Coaching, dass ja manchmal Leute, die völlig unerfahren sind, also die längst nicht die Erfahrung haben, wie Leute, die das jetzt seit Jahrzehnten machen, manchmal erfolgreicher sind. Ja, und das ist auch sehr interessant, dass es das gibt. Das wird auch immer wieder beobachtet. Also ich bin nicht der Erste, der das sagt. In mir selber ist das zwar auch passiert, also ich habe manchmal das Gefühl, in bestimmten Situationen, da war ich früher besser als unerfahrenerer Coach, als ich heute bin. Ja, gehört auch dazu. Es ist nicht immer, Erfahrung ist nicht immer ein Vorteil. In bestimmten Hinsichten hilft sie sehr, in anderen Hinsichten ist sie wieder hinderlich. Ja? Das ist das große Spiel und das hört nie auf und es ist wunderbar abwechslungsreich, es ist wunderbar auch humanisierbar oder auf eine menschliche Art ausagierbar, wenn es eben rückgekoppelt bleibt an unsere Gefühle und Bedürfnisse und wir da einfach zu uns ehrlich sind, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich gut an? Fühlt es sich schlecht an? Und welche Schlüsse ziehe ich daraus, aus diesem sich gut anfühlen, sich schlecht anfühlen in meinem Handeln? Das ist zumindest mein momentaner Stand. Und wenn ich also da lese, dass Kant da aus einem praktisch freigesetzten theoretischen Prozess und einem die Natur erkennen und verstehen wollen, an eine Grenze kommt, wo es dann auf einen zurückkommt, kann ich nur sagen, you're welcome. Mir geht es mit ethischen Gedanken ähnlich. Und also wenn ich auf ethische Formen gucke, kommt dann halt irgendwann die Psychologie ins Spiel und mir scheint halt psychologisches Wissen für Politik und für Ethik und für auch Philosophie hochgradig brauchbar. Und deswegen rede ich manchmal eben von der psychologischen Aufklärung, wo mir dann manchmal bei manchen so ein bisschen was fehlt. Also mir fehlt dann manchmal manchen einfach, wie kann man sagen, grundlegende Erfahrungen im Umgang mit Menschen, die, wenn sie fehlt, zu interessanten Denkformen führt, die aber ich dann teilweise in vielen Situationen als hochproblematisch empfinde. Also da, wie kann ich das freundlich sagen? Die freundliche Art ist zu sagen, ist vielleicht zu sagen, manch einer sollte vielleicht besser über eine Therapie nachdenken, als anstatt zu philosophieren. Ernsthaft jetzt. Oder vielleicht ein bisschen mehr in Freundschaften investieren. Sich ein bisschen auch mit anderen Menschen umgeben. Und mal nicht runtermachen und nicht, wie soll man sagen,
Ja, also ich sage mal so, sich selbst als Beziehungswesen ernst nehmen, dass man halt am Ende dann halt auch irgendwie auch ist und gucken, was hilft mir, gute Beziehungen zu haben zu meinen Mitmenschen und was nicht. Weil Menschen, die, habe ich in einem Video vor kurzem hier auch vertreten, Menschen, die schlechte Beziehungen haben zu sich selber und zu anderen Menschen, was die denken, ist die Frage, ob das so relevant ist. Ja, ob das so wahnsinnig wichtig ist oder ob das nicht in sich einen Makel trägt, der, wo man sagen kann, ja, mei, ja, kann man machen, aber interessiert mich halt nicht mehr wirklich. Ja, also ich finde es viel interessanter, was Menschen denken, denen es gelingt, gute Beziehungen aufzubauen. Also nicht die Leute, die beziehungstechnisch permanent scheitern und dann dieses Scheitern überhöhen und verklären, sondern denen es tatsächlich gelingt, ein gutes Selbst- und Weltverhältnis aufzubauen. Deren Denken finde ich sehr, sehr, sehr viel interessanter als das Denken der Menschen, die in ihrem realen Leben als Mensch und nicht als Theoretiker scheitern ist zu viel gesagt. Aber sage ich mal, Dinge tun, die ihnen einfach nicht gut tun und auch den Menschen um sie herum nicht gut tun. Also sozusagen tatsächlich das gelingende Leben als Auszeichnungsmerkmal des Denkens. Ja? Welches Denken, welche Denkformen, welche Arten zu denken, welche Arten mit dem Denken umzugehen, führen dazu, dass man gute Beziehungen hat in seinem realen Leben als Beziehungswesen Mensch und welche Denkformen führen eher nicht dazu. Das ist mir für mich über die Jahre ein relativ wichtiges Kriterium geworden, wenn ich mir verschiedene Denker und Philosophen so mal genauer angucke. In diesem Sinne wünsche ich uns allen alles Gute. Ich wünsche uns tolle Gedanken, große Gedankenflüge, die weit umspannen, in denen wir aber nicht aus den Augen verlieren, wie es uns dabei geht und in denen wir unsere Beziehungen, unsere Zwischenmenschlichkeit nicht aus den Augen verlieren. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.